Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und heute bin ich für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute schauen wir uns das Covenant Mount für die Nightfair an. Und ich bin gerade schon hier bei dem Event. Wir sind einmal auf den Koordinaten 33, 39. Und dort haben wir den entkommenen Wildling. Da müssen wir als Nightfair eine Kiste, beziehungsweise eine Trommel ist das, genau, eine Trommel müssen wir anklicken. Und dann kommt uns hier dieser Rare runter. Das ist einer von 4 Wildling-Rares, beziehungsweise Mounts Wildling. Klicken wir das mal an, wir marken den jetzt bloß einmal. Und zwar haben wir uns hier den Aden-Wildling schon mal im Speziellen angeguckt. Dann haben wir den ja über die Ruhmstufe 45 gekriegt. Dann gibt es einen über Ruhmstufe 70 meine ich, plus dann ein bisschen Anima-Kosten. Dann gibt es den Sommerwildling, den können wir hier von dem Rare bekommen. Und dann haben wir den Winterwildling, da müssen wir ehrfürchtig bei der Dead Advanced-Fraktion sein, plus dann nochmal 1000 Stiegier. Das Ganze haben wir uns aber schon im Detail mal ein bisschen mehr in dem großen Überblicksvideo angeguckt, einen kleinen Mount-Guide, den ich zu den ganzen Covenant-Mounts gemacht habe. Jetzt wollen wir uns hier ein bisschen das Event genauer anschauen, heißt den Sommerwildling. Das Event ist hier alle paar Minuten am Start. Hier brauchen wir einen Nightfee, der quasi die Trommel anklickt. Und wenn die Trommel angeklickt ist, dann kommt hier der Rare runter. Und den können alle DPSen draufhauen. Und wenn der auf 20% runterdroppt, ist es so, dass er nicht quasi getötet wird, sondern dann fängt er an, hier so ein bisschen wegzulaufen. Wir können das so machen. Kommen, jetzt hauen wir auch mal ein bisschen mit drauf. Auf 20%. Convoken wir ein bisschen runter. Seht ihr, jetzt fängt er an wegzulaufen. Und stellt sich einfach hier hin. Und sobald das passiert ist, können wir ihn dann auch anklicken. Ihr seht, jetzt ist er quasi verbündet. Wir klicken ihn an. Beziehungsweise, wenn wir noch im Kampf sind, dann geht das nicht. Ah, jetzt sind wir aus dem Combat raus. Dann können wir ihn anklicken. Und dann geht es los, dass wir quasi hier einen Extra-Button haben. Und diesen Extra-Button müssen wir dann halt immer dann drücken, wenn hier dementsprechend so eine Warnung kommt. Und wir müssen einmal den Balken, der hier unten ist, auffüllen. Ja? Umso besser ihr drückt, umso schneller füllt sich der Balken auf. Wenn ihr perfekt drückt, kriegt ihr 10%. Wenn ihr nur gut drückt, ne, kriegt ihr halt nur 5%. Und sobald wir den Balken aufgefüllt haben, kriegen wir dann unsere Belohnung. Ja? Die Belohnung besteht aus einer Kiste. In der Kiste ist nicht das Mount drin, also nicht wundern, wo ihr das Mount hackt, sondern ihr bekommt dann eine Quest. Ja, und dieses Quest-Item droppt einfach noch zusätzlich. Es ist übrigens hier so, dass nur Nightfee-Spieler diese Quest erhalten können. Alle anderen können auch hier rumfliegen, kein Problem, ihr kriegt die Kiste und auch ein paar von den Anima-Geschichten bzw. Für den Codex, die Marken, aber die Quest können nur Nightfee-Spieler bekommen. Ich kann euch leider nicht sagen, wie hoch die Drop-Chance von der Quest ist. Ich vermute aber irgendwie um die 10% rum. Vielleicht ein bisschen niedriger. Ich weiß es jetzt nicht. Ich hab das Event. Ja, vielleicht ist sie doch irgendwie so zwischen 1 und 10%, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe das Event einige Male gemacht und tatsächlich auf dem Twink das Ding bekommen. Und zwar bin ich hier mit dem Twink auch bei der Nightfee. Und dort haben wir nämlich das Item Wildlingssattel. Und wenn wir die Quest gedroppt bekommen, nehmen wir die direkt an. Und das Einzige, was wir machen müssen, ins Lager zurücklaufen, dann können wir das abgeben. Und ihr seht schon, hier steht nämlich der Mob auch rum. Und dann kriegen wir direkt den Harnisch des Sommerwildlings. Das machen wir jetzt mal. Geben das einmal ab. Und dann können wir das Mount lernen. Und ich würde sagen, wir gucken uns das auch einmal an. Wildling. So. Und ja, das ist dann quasi jetzt die zweite Variante, die wir uns von dem Covenant Mounts der Nightfee hier aus 9.1 geholt haben. Machen wir einmal hier das Emoji, ja, sieht ganz nett aus, habt ihr ja beim anderen tatsächlich aber auch schon gesehen. Genau, ich werde euch dann noch Videos erstellen zu den anderen beiden, also Necrolord habe ich ja schon eins gebastelt, jetzt hier Nightfee und dann gibt es noch sowohl ein Event hier als auch ein Koreaner-Event und ja, sobald ich die Mounts habe, gibt es da quasi dann auch das Video. Zu den anderen Covenant-Mounts wird es dann nochmal was geben, wenn wir die Ruhmstufe weiter erhöhen kann und ich denke mal, da werden wir dann sicher auch nochmal zukommen. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle, drück euch die Daumen, dass ihr das Ganze nachfahren könnt und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.